Moinsen, meine Lieben, was geht? Und damit herzlich willkommen zu eventuell einem der letzten Summit Guides von The Crew 2, auch wenn ich mir damit noch gar nicht so sicher bin. Es geht um den The Ultimate Summit und das ist wahrscheinlich der letzte Summit in The Crew 2 jemals mit einer neuen Belohnung, zumindest mit einer neuen Platin-Fahrzeugbelohnung. Ob da noch irgendwelche Prestige-Objekte neu sind oder so, weiß ich gerade ganz ehrlich nicht, aber zumindest wird es wahrscheinlich kein neues Auto mehr geben und dadurch wird es irgendwie langsam uninteressant. Es gibt einfach quasi wahrscheinlich auch für euch kaum noch einen Grund, sich die Videos anzugucken, weil im Prinzip alles schon eh easy ist. Man fährt die Sachen First Try und ist Platin und irgendwie nimmt das ja den Spaß. Aber gut, nehmen wir es heute nochmal ernst, so halbwegs jedenfalls. Belohnungstechnisch haben wir 200.000 Follower, für Bronze, für Silber gibt es die Glitzerflügel-Unterbodenbeleuchtung, für Gold das Ultimate Nitro und für Platin den Nissan 350Z Roadster in der Ultimate Edition. Ich wünsche euch beim Video wie immer viel Spaß und beim Spielen viel Glück. Lasst ein Like und ein Abo da. Ihr werdet jetzt gleich sehen, dass das Ernstnehmen in diesem Summit hauptsächlich nur noch auf die Tests bezogen ist. Der Rest ist ein Witz. Wir starten mit dem Aerobatics Flugzeug Civco Edge. Ich habe hier einfach kein Set beisammen gekriegt. Ich habe stattdessen einfach ein paar Teile auf Test erprobt kalibriert und das reicht tatsächlich. Also ich habe kein Set benutzt, kein Nitromischer, kein Punktebrecher, gar nichts, sondern einfach nur ein paar Teile Punktebrecher, ein paar Teile Test erprobt. Zusammengesetzt, ich glaube es waren 69% am Ende. Das ist zwar schon fast Max, aber eben auch nicht Max und es hat tatsächlich für aber die vollen Sammelpunkte quasi gereicht, bis auf ein paar zerquetschte, die uns überhaupt nicht interessieren müssen. Und wenn ihr euch anguckt, wie ich hier fliege, fällt eine Sache ganz besonders auf, nämlich, dass ich es mir leicht gemacht habe. An der Stelle seht ihr wahrscheinlich, dass meine Flügel einfach die ganze Zeit gerade stehen. Wieso? Weil ich habe hier mitgelenkt mit R1, L1 und ich habe hoch und runter gelenkt, aber ich habe nicht einmal links oder rechts gelenkt, wodurch meine Flügel die ganze Zeit gerade stehen und das Fliegen durch diese Bojen extrem leicht wird. Ist wirklich gar nicht mal so schwer, der Test dadurch sehr gut machbar und ihr seht schon, bis zum Ende fliegen, falls ihr euch denkt, warum erreiche ich denn das Ziel nicht, kann man sowieso nicht. Was den Multiplikator hier anbelangt, der geht immer hoch, wenn ihr eine Boje einsammelt und wenn ihr zu lange keine einsammelt, geht er wieder runter. Heißt im Klartext, im besten Fall sammelt ihr alle Bojen hintereinander ein. Wenn ihr das Ganze mit einem Punktebrecher macht, kriegt ihr sogar noch mehr Punkte und ich bin jetzt hier schon bei 154.000 Sammelpunkten, also sehr zufrieden. Beim Powerboat nehmen wir unseren Standard-Punktebrecher inklusive Testerprobt-Kalibrierung mit den Standard-Frauscher-Settings. Alles nicht so wirklich dramatisch. Es ist kein normaler Slalom, aber es ist jetzt auch wirklich kein Weltuntergang. Insbesondere kann man sich hier allerdings ein bisschen Zeit lassen. Klar, nicht allzu viel. Die Mad-Tests sind schwerer angesetzt. Aber im Endeffekt kommt man, wenn man halbwegs sauber fährt, hier ziemlich gut durch. Was ihr vermeiden solltet, sind vor allen Dingen Frontalzusammenstöße. Das haben wir jetzt hier gleich fast. Bei ungefähr 30 Sekunden Restzeit kommt jetzt hier gleich, oh okay, 25, kommt jetzt hier eine Passage. In der engen Rechtskurve, da muss man tatsächlich vom Gas gehen. Wenn man da frontal in die Wand knallt, ist es halt ein Respawn und dann respawnt man halt wirklich am Start des Tests. Das heißt, das ist die einzige Schwierigkeit hier wirklich, Respawns zu vermeiden und das Ding entspannt runterzufahren. Ihr seht, ich habe hier noch 12 Sekunden Restzeit gehabt. Reicht locker und wenn ihr das mit einem Punktebrecher macht, seid ihr auch punktetechnisch wirklich locker dabei. Ohne irgendwelche Probleme. Ne? Auch wieder 154.000 Punkte. Für den Alpha Grand Prix Slalom habe ich tatsächlich einen Punktebrecher gefunden. Habe ihn nicht mehr perfekt kalibriert, aber immerhin auf 72%. Profi-Settings auf die Alpha Mark II und dann ging das Ganze ganz gut. Der Test ist tatsächlich nicht allzu schwer. Es gibt genau zwei Dinge, die ein bisschen knifflig sein können. Das ist einmal diese Wände hochzufahren, weil man da gerne mal wegrutschen kann. Da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Und das zweite ist der Sprung bei 30 Sekunden Restzeit. Da muss man aufpassen, dass man einfach nicht zu schnell ist, damit man eben die nächsten Punkte noch sauber erwischt. Ansonsten folgt man der Route relativ entspannt. Und sollte hier eigentlich meiner Meinung nach nicht die größten Schwierigkeiten haben. Also handlingtechnisch ging das hier, finde ich, ganz gut. Es ist allerdings so, dass man sich hier wirklich nicht viel Zeit lassen darf. Ihr merkt schon, ich habe hier relativ umgehampelt und bin hier mal abgebremst und da mal ein bisschen langsamer gefahren. Und dadurch seht ihr jetzt hier am Ende, hatte ich noch eine Sekunde Restzeit. Also das war tatsächlich nicht mehr allzu viel, deshalb sollte man sich auch nicht zu viel Zeit lassen. Gut, wie gesagt, an ein, zwei Situationen bin ich relativ schräg rumgehüpft. Das kann man vermeiden, also man kommt hier durchaus ein bisschen schneller durch, aber man sollte sich nicht allzu viel Zeit lassen. Gut, beim nächsten Rennen benutzen wir jetzt das erste Mal einen Nitro-Mischer auf pure Extraportion. Ich habe jetzt hier ein paar Teile von Arch, aber reden wir mal von pure Extraportion und den benutzt ihr jetzt einfach überall, okay? Ich blende jetzt keine Sets mehr ein, der Rest des Summits ist komplett Nitro-Mischer, pure Extraportion und gut ist. Das erste Rennen ist so gleich mit das Schwierigste, wenn nicht sogar das Schwierigste.
Es ist ein Stage-Event, das ich nur zu gut kenne und zutiefst hasse. Ihr werdet jetzt an meiner Fahrweise hier merken, dass ich diverse Probleme hatte. Das liegt schlichtweg daran, dass im TCM, also Motorfest, man jetzt mittlerweile an eine direkte Lenkeinstellung gewöhnt ist, die in The Crew 2 gar nicht möglich ist. Und dadurch fährt sich jetzt jedes Fahrzeug in The Crew 2 wie ein Panzer. Und das, ja, ist nicht unbedingt angenehm. Und deshalb habe ich hier diverse Fahrfehler drin, versucht, die einfach mal zu ignorieren. Das war halt auch das erste Rennen, daher war es umso schwerer. Gut. Die Strecke ist besonders am Anfang ziemlich eng. Wir haben hier ein, zwei etwas schwierigere Passagen, unter anderem den Kreisverkehr, der jetzt gleich kommt. Da müsst ihr stark abbremsen, damit ihr da sauber durchkommt. Tatsächlich ist die ganze Strecke aber so aufgebaut wie der Anfang. Also wir haben einfach die ganze Zeit eine relativ enge Streckenpassage, immer wieder relativ enge Kurven. Ihr müsst einfach gucken, dass ihr versucht, da so sauber wie möglich durchzukommen. Bremsen, ja, aber bedenkt, dass Alpha Grand Prix in The Crew 2 ziemliche Anker als Bremsen besitzen, also auch nicht zu lange. Also, Topspeed auf Geraden und in Kurvenpassagen viel rollen lassen ist da der Trick. Ihr werdet das jetzt gleich ganz gut sehen, da haben wir hier, nee, warte, das ist noch gar nicht die Passage, bei 34% einmal vom Gas gehen, da ist ein kleiner Hügel, da rutscht das Auto ganz gerne mal weg und schleudert dann aus, danach haben wir eine 90 Grad Rechtskurve und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich meinte. Um die 60% haben wir eine ziemlich enge Kurvenpassage und hier werdet ihr ungefähr sehen, was ich meine. Ich gehe hier oft und viel zwischendurch vom Gas, tippe kurz die Bremse an, rolle wieder durch die Kurven durch und beschleunige dann erst wieder raus. Dadurch schaffe ich es hier relativ gut und clean durch, ohne viele Wände zu berühren, wenn man mal von der Brücke absieht am Ende. Das sind dann die Fahrfehler, die dafür gesorgt haben, dass Toasty, wie man auf der Map sieht, Kilometer von mir weg ist. Aber für meine Punktzahl ist es mir relativ egal, weil Platin in The Crew 2 mittlerweile einfach ein trockener Witz ist. Wenn man die entsprechenden Sets und Teile hat und für euch sollte es reichen, die groben Züge der Strecke einmal gesehen zu haben. So wie die Kurven am Ende der Strecke, die ich jetzt gerade hier eingeblendet habe, wo ich auch einmal in der Wand gelandet bin. So, von jetzt an werdet ihr merken, dass die Strecken in diesem Summit immer uninteressanter werden. Und entsprechend wird mein Commentary sein. Ich kann mich nur danach richten, was die Strecken hergeben. Und diese Strecken bieten halt einfach nichts. Das Einzige, was jetzt noch besonders ist, ist quasi schon die nächste Strecke mit dem Nissan 350Z. Einfach, weil es ein geliehenes Auto ist und weil es das letzte Auto ist in TC2, was wir neu bekommen. Zumindest das letzte Summit-Auto, aber ich glaube auch sonst kommt nichts mehr. Und deshalb könnte man jetzt darüber reden, wie gut oder schlecht er eventuell ist. Tatsache ist, das kann man eh wieder nicht beurteilen in diesem Summit, weil er ungetuned ist und keine Settings hat. Im Endeffekt fährt er sich jetzt hier tatsächlich nicht schlecht. Guckt, dass ihr nicht zu schnell werdet. Stabil ist die Karre auf jeden Fall. Und dann seid ihr relativ clean dabei. Ich werde jetzt hier, so wie bei allen anderen Strecken, eigentlich nur noch auf Besonderheiten eingehen. Wie zum Beispiel den Wallgrind bei 17%, wodurch man sich einfach das Bremsen vor der Kurve sparen kann. Bei 18-19% die Linkskurve muss man dann allerdings wieder normal fahren. Beziehungsweise, sie haben gerade an Toasty gesehen, dass man hier sogar gattern kann. Wenn man es denn hinkriegt, ist in The Crew 2 allerdings weniger effektiv als in Motorfest. Knifflig kann sonst sein, bei 60% die Rechtskurve nach dem Hügel, wenn man da mit zu viel Tempo ankommt, kriegt man die Bremse nicht mehr wirklich rein, weil man da auf der Bergkuppe ist. Kann ein bisschen böse enden, danach haben wir hier so eine kleine Serpentine, nicht wirklich dramatisch, wenn man die einfach sauber runterfährt und ihr werdet es auf der Map eventuell kurz gesehen haben, danach kommen noch ein paar Serpentinen und dann geht es auch schon ins Ziel. Das war's dann auch schon für die Strecke, nicht so wirklich dramatisch schwer, sollten die meisten von euch wahrscheinlich problemlos hinbekommen. Gut. Dann kommen wir zum Rallycross. Das Rallycross ist jetzt tatsächlich das mit dem angenehmsten Auto. Wieso? Weil es unsere Metakarre ist. Genauso eigentlich aber auch wie der Alpha Mark II, aber das Rennen ist halt einfach eklig. Also, wir benutzen den Mazda RX-7 Gruppe B in Rallycross und da muss man einfach sagen, der Wagen hat eine Top-Beschleunigung, einen guten Topspeed, ein mega geiles Handling und ist daher ziemlich problemfrei. Ich habe jetzt hier den Anfang mal ein bisschen eingeblendet gelassen, einfach damit ihr so grob seht, wie ich durch den fahre. Ist aber eigentlich ziemlich einfach. Ihr seht, dass der Toasty hier versucht hat, mit der Handbremse in die Wand zu scheuern, um aus der Kurve rauszukommen. Das würde ich euch grundsätzlich eher nicht empfehlen. Bei einigen Kurven mag das sinnvoll sein, aber oft eben auch nicht. Das, was Toasty hier bei der zweiten gemacht hat allerdings, den Wallgrind, also flach in die 90-Grad-Kurve reinfahren, das lohnt sich meistens. Also wirklich bei 90-Grad-Kurven, engen 90-Grad-Kurven, einfach schön flach an die Wand fahren, kurz bevor die Kurve beginnt und sich davon rumtragen lassen. Seht ihr jetzt bei 14% ungefähr, habe ich das auch gemacht. Dadurch kommt ihr mit relativ viel Speed aus den Kurven raus, ist tatsächlich sehr angenehm. Es gibt genau eine Kurve hier, wo ihr das nicht machen dürft und das ist so ungefähr bei 42%, 43% kommt jetzt eine 90-Grad-Kurve hier. Da ist es einfach so, dass die Kurve quasi mit der Mauer so ein Stück nach unten abgeht und da bleibt ihr einfach extrem schnell hängen, erfahrungsgemäß. Also lasst es an der Stelle einfach weg. Ihr werdet bei 98% jetzt sehen, dass
Wallbrand oder nicht, manchmal auch gar nicht so wichtig ist, vor allen Dingen mit dem Auto hier. Wir kamen zusammen vor der Kurve an, sind quasi zusammen aus der Kurve rausgefahren mit kaum einem zeitlichen Unterschied. In den meisten Kurven mit dem Auto könnt ihr tatsächlich auch einfach bremsen und normal fahren, das funktioniert. Gut, als nächstes haben wir das Street Tour Cities Event mit dem Gordon Murray. Das ist tatsächlich ein ziemlich gutes Auto. Ich habe euch hier diesmal die dritte Runde eingeblendet, nicht die erste, aber auch von Anfang bis Ende, einfach weil die erste Runde hier ziemlich unsauber war und ihr solltet ja zumindest halbwegs was Sauberes sehen. Und deshalb nehmen wir hier die dritte Runde. An sich kann man bei den Street Tour Events ja ziemlich gut die Wallbrands nehmen, ähnlich wie bei dem Rallycross Event gerade eben. Das lassen wir hier aber grundsätzlich erstmal bleiben, weil der Gordon Murray einfach eine so gute Beschleunigung hat und auch ziemlich gute Bremsen. Wenn wir da sauber fahren, reicht das vollkommen. Bei 78% war das jetzt hier, hatte Toasty zum Beispiel einen Wallbrand benutzt und ich habe es gelassen und man sieht, das hat einfach keinen Unterschied gemacht. Wo man hier tatsächlich bei der Strecke wirklich drauf aufpassen muss, ist jetzt gleich eine Passage. Da gibt es zwei gute Engstellen auf der Strecke. Die erste ist noch relativ harmlos, die kommt jetzt hier gleich bei 85% nach der Rechtskurve. Die zweite ist tatsächlich ziemlich knifflig. Die erste ist nur dadurch schwierig, dass man einen blöden Anfahrtswinkel hat. Wenn man einen guten Winkel hat, kann man tatsächlich da in einem Slide Fullspeed durch. Kurz danach fahren wir hier einen Wallgrind bei 91%. Links in die zweite Engstelle und die ist wirklich eng. Da muss man also echt aufpassen. Auch hier mit einem guten Fahrtwinkel geht das. Und auch da beim Rausfahren aus der Engpassage nehmen wir wieder einen Wallgrind. Also bei der zweiten Engpassage rein und raus Wallgrind und bei beiden Engpassagen in einem flachen Winkel durchmanövrieren geht tatsächlich mit vollem Tempo. Wenn ihr das nicht hinbekommt, geht ein bisschen vom Gas, macht es nicht ganz so schnell. Ist immer noch sauberer, als wenn ihr ständig in den Wänden hängen bleibt. Das kann ich euch bestätigen. Also lieber ein bisschen vom Gas gehen, als ständig in die Wände zu fahren. Gut. Nächstes Event ist tatsächlich meiner Meinung nach das schlimmste Auto. Hier ist der Levante Trofeo von Maserati. Und das Ding ist halt einfach ein SUV und so gebaut wie ein Frachtschiff, Kreuzfahrtschiff, keine Ahnung, na, AIDA. Und fährt sich entsprechend. Das Gute ist, es ist eine Dominion-Strecke, die ihr sehr gut kennen solltet, weil die hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon. Und dementsprechend kann ich zur Strecke hier tatsächlich wieder nur das Übliche sagen, es ist eine Dominion-Strecke. Die sind darauf ausgelegt, das Kurvenfahren zu erlernen. Heißt im Klartext, die Regel außen, innen, außen. Ich sag's fast jede Woche, aber es bleibt bestehen. Gilt hier wie immer. Ihr werdet jetzt sehen, dass Toasty so nach und nach immer weiter wegrückt hier in der Runde. Das ist einfach Fakt und er hat das Rennen noch weit vor mir beendet, weil Toasty in genau diesen Kurvenfahrtechniken und auch im Nitro-Management in The Crew 2 einfach ein gutes Stück besser ist. Und das zeigt, egal wie gut ihr werdet, es wird immer jemanden geben, der es besser kann. Also ich würde nicht behaupten, dass ich grundsätzlich schlecht in dem Spiel bin, aber Toasty ist nun mal ein gutes Stück besser in solchen Dingen. So, ansonsten zu den Dominion-Strecken wirklich einfach nichts zu sagen. Guckt auf euer Nitro-Management zu dem Thema vielleicht einfach nochmal. Je voller euer Nitro ist, desto stärker ist es. Das bedeutet, ihr solltet nicht den Fehler machen, es zu oft komplett leer zu drücken. Ruhig ein bisschen weniger Nitro drücken, damit ihr auf der nächsten Geraden auch wieder eure Nitro-Kraft nutzen könnt. Gut, damit sind wir durch mit dem Maserati-Event und kommen zum letzten. Und da dürfen wir jetzt den Chiron Supersport 300 Plus Divine Edition, also unser Top-Hypercar, auch wieder auf eine Dominion-Strecke entführen. Es gilt dasselbe wie bei Maserati. Die Strecke ist auf Handling-Lernen oder Kurvenfahrt-Lernen ausgelegt. Also versucht euch da so ein bisschen einzugewöhnen, dass ihr bei einer Linkskurve von rechts außen anfahrt, nach links in die Mitte zieht und dann euch wieder nach rechts außen tragen lasst. Mache ich selber nicht optimal, ist mir vollkommen bewusst, aber ich kenne die Theorie dahinter und behaupte zumindest in groben Zügen, das auch zu benutzen. Wie genau ihr das jetzt macht, bleibt euch überlassen, aber ich kann euch versprechen, je besser ihr das beherrscht, desto besser werdet ihr in solchen Rennen abschneiden. Und dann könnt ihr auch wahrscheinlich ganz gut auf ein Niveau kommen wie Toasty, wo ihr mich in solchen Rennen schlagen könnt, weil ich da einfach viel zu wenig Lernen rein interpretiert habe, reingestellt habe, um das wirklich gut umsetzen zu können. Gut, ansonsten ist das mit dem Wagen tatsächlich nicht wirklich besonders und würde ich mal behaupten, mit dem Meta Hypercar irgendwie ein ganz guter Abschluss für diesen Summit Guide. Ich bin echt noch nicht sicher, wie ich weitermachen soll, weil Tatsache ist, jeder Summit in Zukunft ist eine Wiederholung oder zumindest gibt es keine neuen Platin-Autos. Ich glaube, es gibt nur noch Wiederholungen und da muss man einfach sagen, wie spannend ist das noch, da Summit Guides für zu machen. Mache ich das nur noch für einen Unterhaltungsfaktor, der ja auch okay ist, aber der natürlich nicht Sinn der Sache ist bei so einem Guide. Da kann ich auch einfach in einem Livestream den Summit zocken für The Crew 2 einmal die Woche. Oder hat das wirklich noch einen Lerneffekt? Und ich glaube, dass dieser Lerneffekt für die meisten einfach nicht mehr wirklich da ist, beziehungsweise
Er ist vielleicht da, aber er hat keinen Vorteil mehr, weil Platin einfach keine Herausforderung mehr ist, meiner Meinung nach. Auch das kann ja wieder bei allen anders sein. Also schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Auch für die zukünftigen Summits. Vielleicht nur noch für besondere Platin-Fahrzeuge noch ein Guide. Ich weiß es nicht. Tatsache ist, seit ich The Crew 2 spiele, habe ich jeden Summit gespielt. Und man kann es in den Statistiken einsehen. Ich war in jedem Summit Platin. Und ein Teil von mir hält mich daran, einfach aus dem Ehrgeiz heraus zu sagen, ich mache weiter diese Summits. Ist nur die Frage, mache ich weiter diese Guides, weil da ich so langsam nicht mehr den Sinn erkenne, wenn jetzt auch keine neuen Belohnungen mehr kommen. Dazu einfach eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch soweit geholfen und gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns eventuell oder wahrscheinlich sogar nächste Woche nochmal zum nächsten Summit Guide. Bis denn.